bei Far Cry. Ich muss ein bisschen leise sein, weil wir sind hier beim Außenposten. Aber scheiß drauf. So, ja, ich bin schon mal hier ein bisschen vorgefahren. Wir sind beim Außenposten. Königliche Raxi-Brauerei. Kennt man natürlich. Weltberühmt. Ich bin einfach schon mal hier hin, da ich danach eventuell noch eine Mission von Yogi und Reggie machen möchte. Um ein bisschen Zeit zu sparen, bin ich dann einfach schon mal hier auf dem Spot. Wo man aber jetzt auch nicht so viel sieht, merke ich gerade. Ja, ja. Gerade aufgestanden. Läuft auf jeden Fall so. Alarm ist hier. Ja, was ist denn los mit dir? Scheiße. Wie töte ich dich jetzt am besten? Das war kritisch. Jetzt kommt das Vieh dann einfach angerannt. Es kommt immer was dazwischen mit Tieren, fällt mir so auf, irgendwie. Aber in Ordnung. Gut. Wenn das Spiel das so möchte. Ich glaube, das brauchen wir sogar. Das waren Nebelpaden, ne? Nebelpaden brauchen wir, oder nicht? Nebelpaden. Ja. Wir können gleich mal gucken, ob wir hier noch einen finden. Durch Zufall. So, aber wo ist denn... Da, da ist der Alarm. Ja, toll. Ich sehe den Kasten von hier nicht. Hm. Bisschen weiter so. Ist ja generell kein Kasten. Muss ich aus dem Wasser eventuell? Oder von einer Wasserrichtung? Das war knapp. Da haben wir auch noch einen Kamerad. Ich geh mal hier kurz so ein bisschen. Schleichen wir mal hier lang. Okay, warte, da sind welche. Komm ich da rüber? Ja. Okay. Ich möchte euch gar nicht angreifen, meine Freunde. Wir haben doch alle ein gutes Verhältnis zueinander. Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Ein Jäger. Okay. Ach, da wird ja wieder dann demarkiert. Oder wie man das nennt. Ah, den nehme ich mir jetzt schon direkt vor. So. Komme ich jetzt am besten auf die andere Seite rüber. Ich würde sagen schwimmen, aber hier sind bestimmt irgendwelche Viecher wieder drin. YOLO. Man hört immer nur das Drücken von meinem Controller. Also ich glaube, dass man das hört. Weil ich einfach so schnell wie möglich da durch möchte. Oh Mann, lass mich doch hier hoch. Alter. Lass mich ver... Ah. Wow. Oh. So, alle Alarme deaktiviert. Kann ich hochklettern? Nice. Einmal kurz nachladen. Und dann nehmen wir uns die Gegner hier mal vor. Okay, der ist tot. Okay, das läuft bislang gar nicht mal so schlecht. Das ist der letzte da. Wo läuft er lang? Wo läuft er lang? Er läuft durchs Haus, okay. Jo, easy. Unentdeckt. Ja, unentdeckt. Und kein Alarm ausgelöst, ja. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Hey, das sollte ich mir aufschreiben. Oder auch nicht. So, jetzt das Propaganda-Poster einmal schnell. Molotow und dann... Zack. Hätten wir den Außenposten hier auch erledigt, ist doch schön, dass das auch alles mal getan ist. Ich nehme jetzt die ganze Leiche nicht mit. Ich gehe nämlich jetzt direkt weiter zum Haus der Gales, aka zu Yogi und Reggie.
den beiden Süßen, weil ich irgendwie gerade keine andere Mission sehe. Kann sein, dass wir da hinten müssen, um erstmal in der Kapelle weiterzukommen. Oder dass wir irgendwie einfach nur Außenposten gerade neu einnehmen müssen. Das kann auch natürlich auch sein. Oder so eine Aufgabe des goldenen Pfades. Mal schauen, oder warte, fahre ich hier überhaupt richtig? Das Gefühl, ich verfahre mich gerade ein bisschen. Obwohl, nee. Ich muss ja gleich abbiegen, ist richtig. Das ist gut. Dann biegen wir hier mal ab. Also nur noch 250 Meter. Ist nicht weit. Oh. Aber trotzdem nicht gegen Baum fahren und dann runterfahren. Das wäre jetzt auch ein bisschen fatal. Okay, schreck aus. Da ist mir dann doch hier ein bisschen zu eng. Mit dem Quad könnte ich natürlich jetzt hier hochbrettern. Aber wir haben keins, wie man gerade gesehen hat. Da sieht man schon unser schönes Haus. Hier ist auch noch ein Tagebuch, glaube ich, ne? Das ist das Zeichen vom Tagebuch. Ich weiß gerade gar nicht so genau. Ich gehe da mal schnell hin. Ja. 5 von 20. Immer schön. Oh, hier geht's gar nicht rein, Mann. Aber hier. Ich komme, Yogi und Reggie. Ich lebe noch, ihr Kleiner. Warte, mein Freund. Ich weiß, du nimmst Donald Liebel, was er getan hat, aber wir hatten keine Wahl. Ja, keine Wahl. Und ich bin Yogi, du Sack. Ich würde euch trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen. Wie dich. Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar? Echt jetzt? Ja, es war... Guck, wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich, du hast doch gegen ihn gewettet. Ich hab nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient, nachdem du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das war voll Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an. Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Gib uns eine Sekunde zum Packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Aber zuerst? Was war hier drin? Einer von diesen Tankers? Ja. Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Und neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter, alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau. An dem Tag hatten wir ein Kräuternirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute, die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist der jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar.
Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Die beiden, Alter. Die sind so weg. Nach Westen, ja. Was ein Zufall, dass hier ein Paragleiter ist. Die Ankunft des Beschützers. Paragleiter sind so teuer. In die Richtung müssen wir. Okay. Kommen wir überhaupt noch über den Berg rüber so? Ich hoffe es mal. Aber die beiden, Alter, geben mir immer wieder den Rest. Finde den Tanker. Immer doch. Macht mir am meisten Spaß in diesem Spiel. Warum Wingsuit? Warum soll ich mein Wingsuit benutzen? Da unten sind Freunde. Wahrscheinlich Jäger. Ach, wir kommen jetzt ziemlich weit mit dem Ding. Ich glaube, mit dem Wingsuit wären wir schon wieder längst unten. Komm, ich beschleunige jetzt mal ein bisschen hier. Ja. Höhen sind immer richtig teuer. Ich wette, da warten ganz viele tolle Bären auf mich. Und Schlangen. Vielleicht noch irgendwelche komischen Kreaturen, die ich noch nicht kenne. Okay, ich muss auch langsam wirklich mal hier runter. Ist jetzt ein Gegner weg gewesen? Ja. Baum. Hat relativ gut geklappt. So. Da ist ein Gegner. Wir machen erst den hier. Dann. Nein, fail. Nochmal fail. So. Alles gut. Au. Oder auch nicht. Oh, da kommen ja noch mehr Jäger. Können die eigentlich auch Brandpfeile und so benutzen? Oh, hi. Alter. Nein. Wo? Verpiss dich. Wie viele Jäger sind da drin, Alter? Ich bin gerade froh, dass sie sich noch keine Tiere dazu geholt haben. Alter. Hat einer von euch eine Heilspritze? Ich glaube eher nicht. Ich gehe einfach jetzt hier rein. Und guck mal, was mich erwartet. Kalinax Weisheit. Und mir ist gleich eine Mani-Mühle. Ist ganz toll. Können wir gleich wieder drehen. Vielleicht erfahre ich ja irgendwann mal den Zweck davon, wenn ich die drehe. Okay. Soll ich mich... Ich soll mich jetzt hier nicht ab sein, oder? Das soll ich. So ein Scheiß, ey. Ach, hier ist gar kein Wasser. Ah ja, okay. Okay. Hier ist doch Wasser. Danke für die Info. Da geht's. Ach, hier. Ich werde irgendwann Höhlenerforscher. Ich glaube, in Far Cry kann ich mich dazu ganz gut ausbilden. Okay, da geht's lang. Warum komme ich? Ich kann da aber nicht, irgendwie nicht hingucken. Achso, ich kann mich hier hochziehen. Sag das doch. Dann kann ich wahrscheinlich auch direkt dahin. Muss ich da rüber? Ja, ne? Und jetzt? Ah. Ich bin so ein guter Höhlenforscher.
jetzt ist hier... jetzt sind wir hinter der Tür. Okay. Das sieht hier irgendwie aus, als würde es gleich einbrechen. Tut es komischerweise mal nicht. Hier hinten ist ein Tagebuch. Achso, das ist das Dingens hier. Tanker. Oder ein Stück vom Tanker. Oh, Shangri-La, ja. Ist auch eine Call of Duty Black Ops 1 Zombie DLC Map. Ja, Shangri-La ist schön. Ist schön da. Ist das hier auch ein Dschungel? Wahrscheinlich, ne? Nee. Irgendwie nicht so. Ich blickte auf das Tal unter mir und wusste, ich war am Ziel. Jo, wahrscheinlich. Ich bin da jetzt nicht runter. Ich musste nur eines tun, springen. Och no. Oh nee, bitte nicht. Okay, wir tun einfach mal das, was der nette Herr sagt. Ich war jung, als Krieger des Königs von Kyrat, habe ich mir gerade erst einen Namen gemacht, Kalinak. Ich war ausgewählt, den König zu schützen, doch er wählte eine andere Aufgabe für mich. Ich wurde entsandt, um Shangri-La zu finden, das Paradies auf Erden. Wie kann dein Tanker das Unmögliche zeigen? Der einzige Weg, das Paradies zu sehen, ist, es zu leben. Was zur Hölle? Shangri-La. Mein Weg hierher war lang und steinig. Ich habe Dinge gesehen und getan. Und die ich niemanden wünsche. Doch es war dumm von mir zu glauben, dieses Paradies sei immun gegen Leid. Wow. Gibt's hier auch Einhörner? Das wäre cool. Okay, ich kann auch keine Waffen gerade benutzen. Auch kein Messer. Oh, guck mal. Der Tiger sah Blut vergießen. Er war ein Wesen aus einer anderen Welt. Nähere dich dem Tiger, ein Beschützer. Halt, um zu interagieren. Nicht sterben. Das ist so toll wie König der Löwen. Lol. Kalinak, aufgespießt von Zahn einer riesigen Bestie. Erkunde Shangri-La. Aber wir erkunden Shangri-La weiter im nächsten Part. Weil dafür möchte ich, glaube ich, ein eigenes Video haben. Jetzt für den weiteren Verlauf, was hier alles so passiert. Deshalb, wenn ihr wissen wollt, was hier in Shangri-La passiert, schaut einfach morgen um 16 Uhr wieder auf meinen Kanal. Da ist die neue Folge dann online, wo wir uns hier durch Shangri-La kämpfen. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauert, was das hier alles ist, ob das sowas ist wie das Himalaya-Gebirge, aber wir werden es dann sehen. Bis dahin und ciao. I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light, and I've been going up on the stars in the nighttime. I came back to the earth trying to get mine, but I'm still trying to get to where I gotta be.